Corinna Schumacher offenbart emotionale Einblicke in das Leben von Michael Schumacher seit dem tragischen Unfall in 2013. Am 15. September erscheint die exklusive Netflix-Doku über den Rekord-Formel-1-Weltmeister Michael Schumacher. Dort gewährt seine Ehefrau Corinna private Einblicke in ihr gemeinsames Leben nach dem tragischen Skiunfall. Ich habe nie dem lieben Gott einen Vorwurf gemacht, warum das jetzt passiert ist. Es war einfach richtig Pech. Mehr Pech kann man im Leben nicht haben, lautet ihr emotionales Zitat. Der Vorfall am Berg brachte Michael Schumacher in Lebensgefahr, er erlitt ein schweres Schädelhirntrauma, und dann war nicht alles beim Alten. Das Verschwinden von Michael Schumacher hat viele in Frage gestellt, ob er noch lebt. Das wäre schrecklich, wenn es wahr wäre. Kurz vor den Ereignissen in den französischen Alpen habe Schumi sogar noch zu ihr gesagt: Der Schnee ist nicht optimal, wir könnten ja nach Dubai fliegen. Anführungszeichen: Heute ist über seinen Gesundheitszustand nicht viel bekannt. Die Familie wahrt weiter seine Privatsphäre. Wir leben unser Leben weiter, erklärt Corinna häufig. Es ist wichtig, dass er sein Privatleben weiter so genießen kann, so gut, wie es eben geht. Michael hat uns immer beschützt, jetzt beschützen wir Michael, erklärt sie ihre Entscheidung, die Öffentlichkeit so gut es geht aus ihrer Familie rauszuhalten. Doch die Netflix-Doku sei ein GESCHENK Anführungszeichen an Michael von seiner Familie. Dort sehen die Zuschauer rührende Szenen, in denen Corinna über gemeinsame Pasta essen und die Vorliebe ihres Mannes berichtet, andere Leute in Pools zu werfen, sogar auf der eigenen Hochzeit. Erstmal glaube ich, bin ich der glücklichste Mensch, dass ich Michael kennengelernt habe. Anführungszeichen Worte, die mit Sicherheit auch die Zuschauer rühren werden.